da das Mikrofon, das offene Mikrofon hier immer noch steht, werde ich mich da auch noch mal ganz kurz hinstellen und etwas sagen. Das ist jetzt die 111. Mahnwache und ich finde das schön, dass das hier stattfindet. Ich finde, dass es sollte sogar irgendwie fest hier integriert werden, sollte hier immer stehen, am besten 24/7 so. Kann ja jeder was reden, sollte auch jeder darauf eingehen können. Jedoch habe ich viel über Autarkie gesprochen, über Selbstversorgung, dass das mein persönlicher Weg ist, den ich mit in einer Gemeinschaft gehe, dass ich meine, dass wir uns nachhaltig von Banken, Wirtschaft und dem Kapital unabhängig machen sollten und Selbstverantwortung dafür übernehmen, was hier passiert. Also Selbstverantwortung übernehmen heißt für mich, diese Erde unter uns auch zum Leben nutzen und sie nicht an irgendwelche Menschen abgeben und dass die Stimmen abgeben, sie in irgendeine Urne werfen, die als Mülltonne da steht, sondern wirklich Selbstverantwortung übernehmen und sich die eigene Nahrung schaffen mit der Erde, die unter uns ist. Weil diese Verantwortung, die wir abgeben, heißt, andere Menschen vergiften diese Erde nachhaltig. So, also auch in unserem Namen, weil wir es legitimieren. So. Jetzt ist aber ein Punkt, wo ich sage, ich habe das hier so oft gesagt, jedes Mal sind zwei, drei Leute auf mich zugekommen und haben immer gesagt, toll, was ihr macht, wo macht ihr das? So Tomaten retten, Sorten vervielfältigen, immer wieder die alten Sorten, weil dieses Hybrid-Thema ist, glaube ich, noch nicht genug Menschen irgendwie bewusst. Dennoch habe ich so das Gefühl, hier wird sich keiner, also hier werden sich die meisten Menschen werden sich nicht ändern. Also das ist einfach, es fühlt sich an, als wäre das wie Lemminge. Gerade die Jugend, habe ich immer das Gefühl, sei verloren, ist sie nicht. Ich war selber auch so drauf, das ist noch so ein Unterschied. Aber trotzdem glaube ich, dass die meisten Menschen hier darauf zulaufen werden, bis es so doll knallt, dass sie merken, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Oder wir die ganze Zeit gemacht haben. Ich schließe mich da nicht aus. Ich habe es gemacht, bis ich irgendwie 25 war, habe seitdem ich 16 war von Autarkie geträumt, wollte immer aufs Feld, wollte mit Menschen in der Gemeinschaft leben, mein eigenes Geschirrspülmittel herstellen, irgendwann meine eigenen Klamotten nähen, um nicht mehr auch noch den Primärmarkt nicht zu triggern, sondern allgemein einfach individuell zu leben, selbst versorgend zu leben. So. Aber dieser Weg ist schwer und ich glaube nicht, dass diesen Mut sehr viele Menschen finden werden, weil wir alle irgendwie denken, es sei alternativlos. Das wird uns immer wieder verkauft, es gibt keine Alternativen. Aber die gibt es. Ich habe das so oft hier gesagt, dennoch fehlt mir wirklich der Glaube daran, dass hier Menschen sich drehen werden, ohne dass die Anschläge und die Bomben immer näher rücken. So. Ich glaube, erst dann, wenn es an unsere eigene Substanz geht, wenn die Menschen hier nicht mehr ihr Essen haben, das im Rewe nicht mehr ist, der Strom nicht mehr aus der Steckdose fließt, so, egal, und das Handy nicht irgendwo hier in so einem abgebissenen Apfelladen liegt, so, wo ich mir das hole, mir völlig egal ist, wie viele Sklaven dafür verrecken in China, so, weil es mir egal, mein Ego ist mir wichtiger, ich sehe toll aus, ich bin toll gekleidet, ich laufe hier durch einen neuen Wall so, und ich kann mir das alles leisten. So, nein, können wir uns nicht mehr leisten. Zumindest unsere Kinder werden sich das nicht mehr leisten können, wenn wir so weitermachen. Und worauf ich hinaus wollte, wo ich jetzt dreimal versucht habe, darauf hinauszukommen, mir geht der Glauben langsam flöten, dass hier Menschen sich wirklich umdrehen werden und sagen werden, das Ganze hier will ich nicht mehr unterstützen, kann ich nicht, mein Gewissen lässt es nicht mehr zu und ich suche jetzt Menschen, die da schon den Mut haben. So. Es kommen immer Menschen zu uns, so auf dem Hof und holen da von uns tolle Tomaten, aber es ist immer noch so ein bisschen dieses Konsumverhalten. Ich hole mir jetzt eine tolle Tomate, die ist hybridfrei, die nehme ich mir mit nach Hause und dann fühle ich mich ganz toll, weil ich eine hybridfreie Tomate eingekauft habe. Aber es funktioniert erst, wenn immer mehr Menschen diesen Weg wagen, wenn immer mehr Menschen diesen Weg in die Autarkie wagen und das hier nicht mehr unterstützen, weil das hier ist einfach Mord. Und das ist nicht nur Mord am Menschen, wir sind nicht der Mittelpunkt so, sondern es ist vor allem Mord an dem, was uns alle umgibt. Und hier ist alles eins, diese Erde. Wenn sie nicht funktioniert, dann gibt es uns auch nicht. So, sie wird uns wahrscheinlich überleben, das lässt mich hoffen. Also selbst egal, was wir machen, egal wie virusartig wir über diesen Planeten hier wegwalzen so, und alles betonieren, bis hinter uns nur noch Schutt und Asche bleibt, sie wird wieder sprießen, sie wird die Straße aufbrechen, es werden wieder Löwenzähne sprießen, sie werden sich vervielfältigen, sie werden irgendwo nährbaren Boden finden und es wird immer funktionieren. Ich würde, aber in meinen Hoffnungen, in meinen Träumen ist es einfach so, ich sehe dort Menschen, die das geschafft haben, die sich umdrehen, die sagen, oder nicht nur umdrehen, die einfach einen anderen Weg gehen. So, weil die Wege sind da, wir können diese Erde aufreißen und jeden Moment können wir wieder was pflanzen, solange wir noch Saatgut haben. Das funktioniert. Aber wenn wir diese Verantwortung abgegeben haben und irgendwo Saatgut produziert wird, was dann auch noch eine Konzernfarbe bekommt, das heißt irgendwie blau-rot, nicht mal mehr ein Samenkorn ist, sondern einfach nur noch irgendwie DNA gepresst und dann wird das den Bauern gegeben, die leider nicht mehr weiter wissen oder auch einfach sich nicht schlau gemacht haben, so, denen es irgendwie nicht wichtig ist, weil sie müssen überleben, so, sie müssen Geld verdienen, dann ist das hier bald nicht mehr möglich für unsere Kinder. So, und deswegen wünsche ich mir einfach nur, vom tiefsten in meinem Herzen wünsche ich mir für mein Kind, für meine Kinder, die noch kommen werden und für all eure Kinder und für die Kinder in euch, wünsche ich mir, dass wir diesen Weg hier irgendwie verlassen.
Weil es macht die Natur kaputt. Und wir sind im fünften Artensterben. Und ich glaube nicht, dass es noch viele mehr geben wird, jedenfalls nicht mehr mit uns, wenn wir so weitermachen. Wenn es nur darum geht, welche Jacke ich trage, welche Schuhe ich trage und ich nicht mal hinterfrage, wer dafür sein Leben gegeben hat und wer dort irgendwo in Indien in der Giftlache steht und nicht mal mehr sich fortpflanzen kann. Selbst bei uns ist es ja schon angekommen. Es ist hier immer mehr, junge Männer werden unfruchtbar. Wegen Weichmachern, wegen allem Möglichen. Uns, es kommt alles auf uns zurück. Ursache, Wirkung, Karma. Für mich ist das ein Wort, was mich irgendwie mein ganzes Leben lang schon irgendwie begleitet. Es kommt alles auf uns zurück und es wird uns verdammt hart treffen. Aber zum Glück ist, wie ich heute gehört habe, hier ist da der Tod und vor dem sind alle gleich. Alle. Aber wir haben ihn aus unserem Leben irgendwie verbannt. Also wir lenken uns so lange ab, irgendwie 30 Stunden die Woche wird nur in irgendwelche Bildschirme geguckt, es wird nur in Fernseher geguckt, es wird irgendwie immer nur abgelenkt. Und dann am Ende des Lebens stehen wir da vor dem und wir vermissen alle genau das Gleiche, die Gemeinschaft. Wir vermissen unsere Freunde, dass wir mit manchen Menschen gebrochen haben. Es gibt 5 Faktoren, die alle Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, dass sie das nicht anders gemacht haben, dass sie zu viel gearbeitet haben, dass sie zu wenig gereist sind, diesen Planeten zu wenig irgendwie erkundschaftet haben. So. Und dass sie halt gebrochen haben mit ihrer Familie oder mit Freunden und sie da nicht mehr gesehen haben. Es sind immer die gleichen Sachen, die die Menschen kurz vor ihrem Tod bereuen. Also scheint hier irgendwas in der westlichen Welt verkehrt zu laufen, aber unsere Kinder kriegen diese Alternativen ja nicht von uns gezeigt. Wie soll es denn gehen? Aber diese Alternativen sind da, das wollte ich nochmal sagen. Und ich wünsche mir einfach, dass es immer mehr Menschen gibt, die diesen Mut haben, zu sagen, es geht nicht nur um mein Ego, sondern es geht wirklich um mein großes Ganzes und ich bin dankbar, dass ich hier leben darf, dass ich dieses Leben geschenkt bekommen habe, so. Und das geht nur, wenn der Kreislauf von allem, was wir konsumieren, alles, was wir zu uns nehmen, irgendwie gewährleistet ist. Wenn alles, was wir der Natur nehmen, also uns selbst irgendwo nehmen, weil wir sind Teil der Natur, auch wieder zurückfließen kann. Und ja, den Gedanken wollte ich einfach mal hier lassen. Lasst uns diesen Weg vielleicht beschreiten. Ich denke, es ist möglich. Also ich kenne viele Leute, die den schon gehen.